laberte der Sch. Dass du ja, das und anscheinend ist die da reingegangen, um jemand Neues kennenzulernen, um von mir wegzugehen. Okay, ich möchte euch mal wieder hier die Aussicht zeigen, denn sie ist mal, wie ich finde, wieder sehr, sehr hübsch. Aber jetzt fangen wir wieder an mit Temptation is Good Island. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 von Temptation Island, irgendwo in Portugal da unten. Ja, heute wird mal wieder sehr viel Unlogisches passieren, denn der kleine Bumseboy, der Friendgay-Boy, der Alex, der wird mal wieder einiges erzählen und einiges versprechen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Lagerfeuer und bei den ganzen anderen Gesprächen und los geht's! Ja, aber bevor hier zu viel gespoilert wird, schauen wir noch zum Lagerfeuer, das letzte Woche leider beendet wurde, jetzt aber weitergeführt wird. Wie peinlich, oh mein Gott. Hat aber gut getan, oder? Ja. Die war dann im Tanga, ne? Ja, was soll ich sagen? Titi wird seinen kleinen Schwanz überall reinstecken. Also, unsere Micheline, die beschwert sich darüber und sie schämt sich dafür, dass unser Gigi immer und überall seinen Schwanz reinsteckt. Aber genau das macht er doch schon seit 2 Jahren und unter anderem auch bei ihr. Also, sie weiß doch, was abgeht. Ich hab keinen Bock, wenn ich mit ihm jetzt theoretisch zusammenziehen würde, dass ich die Rolle von seiner Mutter übernehmen muss. Ich bringe auch das Geld nach Hause. Also, die Beziehung ist auch schon abgehakt und genauso sinnlos wie Butter unter Nutella. Hashtag no hate. Bitte. Er wird schon eifersüchtig, wenn ich irgendwem Hallo, wie geht's, sag. Guck mal, wie dicht die ist. Ja, sie ist dicht. Schauen wir mal zu Folge 4. Ja, ist schon ein bisschen traurig, wenn deine Freundin dich nicht akzeptiert. Ja, ich stell mir einfach die ganze Zeit vor, die Wand ist einfach Michelle und gut Fisch. Und die Stühle und der Tisch. Also ich will dem Gigi ja absolut gar nichts unterstellen, aber solche Aktionen und so ein Gesicht zu haben, das ist, glaube ich, bei 99,9% der Menschen nur dann der Fall, wenn sie mehr Alkohol als Blut im Körper haben. Was? Hast du gesehen, wie der Show gemacht hat? Ja. Ich gehe doch nicht ins Meer und tu so, als ob ich jetzt hier hinschwimme, so, weißt du? Was labert der Sch... Wow, der erste Piepser von Gigi, aber seine Freundin hat ja genau dasselbe gesagt. Also das Ganze ist anscheinend irgendwo natürlich klar gefaked. Das ist nicht die Frau, in der ich mich verliebt habe. Das sagt er schon seit 2 Jahren. Und zwar jede zweite Woche, wenn er dann wieder fremd geht. Hey. Dass du ja, das und anscheinend ist die da reingegangen, um jemand Neues kennenzulernen, um von mir wegzugehen. Erstens, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Genau wie der Proteinshaker Alex, er will ja auch einfach von seiner Freundin weg. Und zweitens, ja, von Gigi möchte man als Partner zumindest, glaube ich, Abstand nehmen. Was ist das? Wir sind ein Paar. Okay, ich muss dir zwar was beweisen, aber du gibst mir den Eindruck, du gehst dahin, um von mir wegzugehen. Naja, Michelle hat bisher auch so schlecht über Gigi geredet, wie er über sie. Und ob sie dann auseinandergehen oder irgendwann wieder zusammenfinden für die nächste Show, keine Ahnung. Lieber Alex, beim Date gestern hast du zwar nicht so wirklich viel von Christina gesehen. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sie gehört hat. Ganz Portugal hat gehört. Pazifik hat sie gehört. Genau, aber trotzdem zeigen wir jetzt diesem super starken und vor allem extrem treuen Ehemann, der seiner Frau in den letzten 5 gesunden Jahren ihres Lebens Kinder ermöglichen will, jetzt noch ein paar Videos. Das Mädchen sitzt mit Schneider sitzt sehr nah am Alex. Du, bitte schön, dich. Du kleine immer dieselbe. Genau so und nicht anders war sie schon in der ersten Staffel Temptation Island, als sie genauso betrogen wurde. Und ebenfalls genauso war sie schon bei Ex on the Beach. Das Mädel ist dort ausgerastet, dass die Scheiben aus den Fenstern geflogen sind. Also es kann mir keiner erzählen, dass er sie nicht so kennengelernt hat. Katastrophe. Ja, du, der arme Kerl. Unterirdisches Verhalten, ich habe keine Worte dafür. Ich schäme mich gerade, ihr Freund zu sein. Ja, gut, ich würde mich auch schämen, aber wenn ich das wüsste, dann wäre ich halt nicht bei ihr und müsste mich nicht schämen. Hat sie in irgendeiner Sekunde mich beleidigt? Also ich kann dir mit Sicherheit sagen, sie hat dich nicht beleidigt. Ich glaube, ich habe es ja schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt, aber bei der Couple Challenge, die ich jetzt gerne mal da oben verlinken kann, dieses Video, da rastet er ordentlich aus. Also ich glaube, er schlägt und tritt Gegenstände. Ich bin mir nicht ganz sicher und ist klar, dass da kein Mensch im Weg stehen möchte. Wenn ich das so sehe, sind wir wie Tag und Nacht. Tag und Nacht. Christina ist tagsüber angesoffen wie ein Wasserballon und er ist nachts am Fremdgehen. Glaubst du, ihr passt trotzdem gut zusammen? Ich zweifle gerade extrem an dieser Beziehung nach diesen Bildern.
Ach, der kleine Furz zweifelt an der Beziehung, aber jetzt nach Temptation Island muss er jedes Mal unter einem Temptation Island Post eine Rechtfertigung schreiben, weil er ja nicht schuld ist, weil emotionales Fremdgehen kein echtes Fremdgehen ist. Christina. Ich bin das Opferkind, ja klar, ich bin wieder die zum Schluss. Okay, dann nennen wir sie ab jetzt Opferkind. Sie scheint diesen Namen sehr zu mögen. Ich habe hier mit 2, 3 Mädchen so richtig krasse Gespräche geführt. Ja, mit Vanessa, gell? Auch. Solche Gespräche kann ich mit Christina nicht führen. Dann tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen, das soll ja Alex' Plan gewesen sein. Er will einfach nur viele Dates, viele Frauen und dann kann er sich ja für eine andere entscheiden. Wie will sie Kinder großziehen, geschweige denn erziehen, wenn sie sich selbst nicht im Griff hat? Aber du bist mit dieser Person zusammen, Habibi. Da muss ich ihr einmal recht geben. Zum ersten Mal hat sie was Wahres gesagt und zwar erkennt sie so. Also er hat sie nie anders gesehen. Aber ich habe natürlich auch meine Gründe. Deswegen soll er ganz schnell seinen Maul halten. Wenn er nicht mit mir zufrieden ist, warum kommt er hin? Nutzt er mich gerade hier aus, damit er sein Geld verdient? Ich habe zwar keine Beweise für meine Meinung, aber ich finde, dass diese Aussage von ihr tatsächlich auf beide zutrifft. Denn außerhalb dieser Show, da posten die ja nicht wirklich was, womit sie Geld verdienen können. Also müssen sie den Zeitraum vor und nach der Show echt, echt gut nutzen, um ein bisschen Kohle einzuschambeln. Weil er hat mich ja auch so kennengelernt. Yeah. Oh, hübsch. Hi, gleichfalls, danke. Vanessa ist 22 Jahre alt. Die ist fast 10 Jahre jünger als Christina. Und in 10 Jahren, dann verlässt er die Vanessa, damit sie noch in ihren 6 gesunden Jahren Kinder bekommen kann. Das ist seine Logik. So Köpfchen, so Zukunftsfrau. Clever, clever. Zudem ist Vanessa auch unglaublich hübsch und die Kombination ist echt selten. Oh, wie cool. Ich kann mir eines dieser beiden kostenlosen Autos aussuchen. Das eine ist super, hat eine tolle Ausstattung, wunderschön. Das alte ist eine kaputte Karre und deswegen nehme ich die alte kaputte Karre. Das ist die Logik von Alex. So kleine Hände. Kann ich alles machen? Was? Was für ein Idiot. Der verliebt sich in sie. Das hat er schon am ersten Tag gemacht. Er will ja absichtlich fremdgehen. Peinlich. Also ich saufe, ja, ich stehe auch dazu. Aber ich benehme mich nicht so asozial wie er. Ich bin nicht die ganze Zeit mit derselben Person, denn ich bin mit allen hier. Asozial ist, glaube ich, eher Christinas erster und zweiter Vorname. Also einmal unmenschlich asozial und dann der Alex, der seit Tag 1 mit einer Verführerin emotional fremd geht. Und dann immer noch behauptet, er sei super treu. Also das ist eigentlich genauso schlimm. Hättest du es für möglich gehalten, dass er so weit geht? Nein. Ich hätte nicht erwartet, dass er so drauf sein kann. Und sollte sie uns jetzt leid tun, naja, betrogen zu werden ist jetzt nicht ultra geil, aber ist halt ihr Problem, wenn sie für Fame bei so einer Show mitmacht. Ich reg mich gar nicht mehr darüber auf, das ist einfach nur lächerlich mit einer 22-Jährigen. Lieber beleidige ich und bleibe treu und bin loyal. Und ich find's besser, wenn niemand auf Fame aus ist, wenn niemand untreu ist und wenn niemand andere Leute einfach grundlos aufs Ekelhafteste beleidigt. Und wenn man mit einer Person einfach schöne, deeper Gespräche haben kann und nicht so ein Gelaber wie da hier. Als so zu sein. Der hat die Midlife-Crisis. Der ist eine Midlife-Crisis. Befürchtest du, dass sich deine Erfahrung bei Temptation Island wiederholt? Ich hab schon Angst, ja. Das ist meine größte Angst, dass ich hier genauso verletzt werde wie beim ersten Mal. Passend dazu der heutige Post auf Instagram, der angeblich Hetze gegen ihn betreiben soll, weil dieser kleine Pups Alex nicht so fremd geht wie der Typ damals, also der Freund, der alte Freund von der Christina. Aber eigentlich macht es Alex ja noch viel schlimmer, also er geht vor der Kamera emotional fremd und der andere hat sich zumindest einen Totenwinkel und einen Kuss ausgesucht. Ihr dürft jetzt zurück in eure Villa, seid füreinander da und gebt euch gegenseitig Kraft. Machen wir. Lass uns mal saufen gehen. Genau, so richtige Alkis. Wir werden gleich noch sehen, wie viel sie saufen. Musik abgehen mit einem Mann, ne? der nichts Besseres tut, als über seinen Penis zu reden. Das soll doch was Intimes sein. Ich meine, klar, die ganze Welt kennt seinen Penis, weil er schon mit jeder Frau geschlafen hat, die ihm über den Weg gerannt ist. Gigi ist halt einfach ein bisschen blemblem im Kopf. Und wenn sie doch so erwachsen und klug ist und auch vor allem ihre Werte kennt, wieso kriegt sie dann immer wieder zu ihm zurück? Also sie hat wohl auch irgendeinen Grund, immer wieder in ihm zu landen. Aber trotzdem. Ja, wir sind Frauen mit Anstand. Das ist der Unterschied. Auch wenn wir beleidigen, trotzdem sind wir und sind loyal. Loyal, ja, aber zu 0,0% anständig, respektvoll und mit allem bewaffnet, was man für ein soziales, gesundes Leben braucht. Christina ist für mich Godzilla. Wie ein Tyrann fällt sie sich. Und Alex ist genau wie damals Salvatore. Oh, sorry, nein, ich betreibe jetzt Hetze. Junge, der kann mir nichts. Er verliert sein Gesicht, nicht ich. Haben sie doch schon beide längst getan. Ich meine, wortwörtlich. Willkommen zurück. Hallo Männer. Hi.
Aber die Stimmung ist wieder komplett am Arsch. Am Arsch der vergebenen Frauen, denn Party und Alkohol sind nie gut. Also, naja, für die Jungs ist es immer gut. Und alles gut gelaufen, ne? Wir sind in guter Laune, wir sind in guter Stimmung. Man muss kurz aufhalten, keine neuen Karten. Ja? Nur das, was wir schon gesehen haben, halt noch. Nochmal. Ja, Mr. Pumpernickel, genau wie Temptation Island Staffel 1. Genau dasselbe wie damals. Christina wird betrogen und es ist jetzt dasselbe, nur halt nochmal und in einer anderen Art und Weise. Glückwunsch. Nein. Oh, ja, Gigi, der kam direkt zu uns und hat erst mal gesagt, wie Michelle wieder über ihn abgelästert hat, ne? Dass sie alles finanziert und... Ich bin seine Sugar Mommy. Gigi und seine Sugar Mommy. Also ich bin der Meinung, dass Gigi nur Kontakt zu Sugar hat, wenn er nach dem Glas, dem Tisch und dem Stuhl dann irgendwann eine Packung Zucker verwendet. Auf deine Sugar Mommy. Auf meine Sugar Mommy. Auf Sugar Mommy Michelle. Darauf, dass er nicht aushält, die Arme. Michelle! Oh, Michelle! Nein, Michelle, gib mir Scheine! Aber wenn Michelle angeblich alles finanziert, wie soll das dann funktionieren? Weil sie ja noch nicht mal mit dem Gigi zusammenlebt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer bin ich? Michelle! Unser Pumpernickel ist genauso lustig wie bisher. Weil ich die Miete, das Essen, das Alkohol, Alkohol und Gigi's Wohlbefinden natürlich. Gigi hat Style und kein Geld. Aber Gigi hat auf jeden Fall mal wieder einen Magen voller Alkohol. Also er schaut mal wieder rein, als hätte er einen 10 Liter Eimer selber gesoffen. Ich hab Style und das Geld. Wenn du Geld hast, ich bin bei dir. Hier, 2 Euro, fast so viel wie deine Gage. Lass mich mal hier aus dieser Villa raus, lass mich nach Mamikono, dann zeige ich euch, wie das Leben funktioniert. Die Flasche ist ja, leer. Ja, weil ich wieder die Gefickte bin, aber ich bin so besoffen, dass mich gar nicht interessiert. Also warte. Hat sich die Christina ernsthaft ihre Wasserflasche mit Alkohol befüllt und das Ganze zum Lagerfeuer geschmuggelt, dass sie sich schon dort die Birne wegknallen kann, weil... Der Opfer... verarscht mich. Es hat mich motiviert, statt gekränkt. Ich bin richtig stolz auf dich. Ich habe auch nicht einmal beleidigt. Das finde ich sehr, sehr gut. Erinnert mich irgendwie an ein Gespräch mit einer kleinen Dreijährigen im Kindergarten. Oh, ich habe mir heute nicht einmal in die Hose gemacht. Ja, das ist sehr, sehr gut. Super, üb weiter. Ich hab sogar provoziert. Nein, sie hat sogar provoziert. Stellt euch das vor. Hat gesagt, hier so eine Frau wie mich wird er niemals mehr finden. Soll er mit seiner 22. Vanessa bleiben, habe ich gesagt. Ich bin eine Anständige. Eine Anständige. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob Christina eine Anständige, was auch immer ist. Und die weiß doch nicht mal, wie Leben geschrieben wird. F-A-M-E. Leben. Mit Vanessa verstehe ich mich top. Wäre ich glücklich, wäre ich nicht hier. Es ist Fakt, dass mich diese Beziehung runterzieht, mir Energie raubt. Schön, dass es mal zugibt. Es ist keine glückliche Beziehung mehr, also such da jetzt eine andere. Ja. Dass ich eine krasse Bindung zu dir habe, war ich auch. Und deine Werte, dass sie die gleichen sind wie meine. Wir müssen nicht reden. Wir wissen, wo wir stehen könnten. Die Werte sind gleich, die Bindung ist da und sexuell passt es auch. Also klingt jetzt wirklich schon wie eine super schöne Liebesbeziehung. Und ich hoffe nur sehr, dass sie das Ganze nicht ernst meint und wirklich nur als diesen Job macht. Okay. Das, was du spürst du nicht allein. Und wenn man sich die Folge anschaut, dann kann man sich sein Scheißgelaber echt nicht mehr anhören. Auch Sugar Mami Michelle spricht Tacheles. Man erfickt einen Tisch und fickt eine Scheibe. Der steckt den Schwanz überall rein, in der Cola-Dose, wenn es sein muss. Und da habe ich jetzt eine neue Frage. Wo hat Gigi das Ganze denn gelernt? In den letzten 2 Jahren Beziehung mit der Michelle? Weil seitdem ist er im TV, seitdem knallt er jeden und alles. Und naja, irgendwo hat das bei ihr wohl gesehen. Es ist das schlechteste Beispiel von Mann, was es geben kann. Boah, ey. Ganz ehrlich, aber warum kämpft er immer um mich? Ja, weil du ihn bezahlst. Eine geile Theorie und fast schon ein unendlicher Kreislauf. Also Michelle bekommt von ihren Eltern alles in den Arsch geschoben. Gigi bekommt von Michelle alles bezahlt. Die Michelle will sonst kein anderer Typ, deswegen bezahlt Michelle Gigi. Und weil ihre Eltern nicht wollen, dass sie alleine ist, geben sie ihr alles. Christina, wow. Temperamentvoll, dominant. Wow, also eine geile Art an sich. Und nein, sie hat heute wieder mal kein Glas in der Hand, sondern eine 1-Liter Flasche. Da passt natürlich mehr Alkohol rein. Nur Gigi und Tülay kommen sich immer näher. Mir fehlt Kuscheln. Ich bin aber vergeben. Das sagt er, während er mit über 3 Promille da liegt, mit seinem Skript in der Hand und die letzten Tage schon oft genug mit den Frauen gekuschelt, getwerkt, getanzt und fast mehr getan hat.
Ein Küsschen aufs Wänglein, glaube ich. Ich sag dir ehrlich, ich möchte nicht mehr. Innerhalb von ein paar Tagen den anderen verliebt, dann kann es ja gar keine Liebe gewesen sein. Dann muss es ja schon lang in Alex' Kopf zum Beispiel vorbei sein. Woohoo, yeah, 100 Punkte. Und genau das realisiert er jetzt auch, dass dieses Fremdgehen und sie beschuldigen doch nicht ganz so einfach sein wird. Schon abgefuckt. Schon abgefuckt, diese Situation. Aber immerhin sitzt ja schon seine neue Freundin neben ihm. Bin mit dem Ziel hier hingekommen, dass ich halt ein bisschen Urlaub mache und Spaß und Party, aber nichts, was wo ich in Versuchung kommen könnte. Da habe ich mich komplett getäuscht. Also er bestätigt selber, dass er in Versuchung gekommen ist und dass er irgendwo fremd geht. Also ist er genauso wie Salvatore. Und dann ist es ja nicht falsch, wenn man die beiden vergleicht, weil sie beide dieselbe Frau verarschen. Also wenn es noch offensichtlicher wird, dass Alex Gefühle für Vanessa aufbaut, dann wird Christina 100% ihre Koffer packen und hier abhauen und Alex da rausnehmen. Ja gut, aber zu retten ist bei den beiden auf jeden Fall gar nichts mehr. Und die Beziehung zwischen den beiden ist auch kaputt. Und ich mache alles kaputt, Alter, indem ich mit ihm in dieses Format gehe. Sie checkt aber leider nicht, dass auch nicht das Format daran schuld ist, dass er fremd geht, sondern dass er einfach sie nicht mehr haben will. Ihr dürft euch nun 5 Minuten lang berühren und Blicke austauschen. Wenn ich Dinge nicht machen möchte, dann mache ich sie auch nicht. Und wenn das jemandem missfällt, dann hat diese Person ein Problem und nicht ich. Ach Opi, ich bin mir sicher, dass im Vertrag etwas anderes über die Dates, die man machen muss, steht. Aber gut, lassen wir ihn jetzt einfach mal wieder zu seiner Gruppe zum Kaffeekännchen. Gigi und Tülay haben hardcore geflirtet miteinander. Macht sie keinen Kopf, ich habe alles unter Kontrolle. Aber keine Sorge, Alex und seine Neue, die haben auch einen richtig tiefen Blick sitzen. Und am Abend geht's genauso weiter. Nur 2 sind noch wach. In dem Sinne, dass sie halt jetzt irgendwie nicht irgendwie fremdgegangen ist oder untreu war. Ach so, okay. Aber die Worte, die sie verwendet hat, und die Ausdrucksweise war noch schlimmer als beim ersten. Na. Ja, aber er geht ja auch nicht fremd oder ist untreu. Denn eine emotionale Bindung, die kann man ja leider nicht steuern. Und das ist ja auch nicht alles dasselbe wie echtes Fremdgehen. Ja, so. Ja, 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 ja. Ich weiß, es ist deine Freundin, ne? Aber die klingt wirklich richtig gestört. Also wirklich, als hätte sie echt irgendwie eine... Ein Aggressionsproblem, hat sie noch gesagt. Und ja, das ist definitiv eine Krankheit. Also irgendwas mit Aggression passt da nicht. Aber ihre Formulierung war halt etwas spezieller. Ich geh jetzt meine Bettdecke suchen. Warte, ich hab 2, nimm doch eine von mir. Okay. Wie wurde das bitte geschnitten? Sein Kopf war erst hier und dann plötzlich da. Hast du Angst? Ja, alleine schlafen, ja, hier ist generell cringe. Ich kann dir anbieten, ich nehme den Teppich, mir ins Zimmer und fäng ich auf den Boden und du kannst dann da schlafen im Bett. Ja, klar, natürlich. Wenn ihr nicht untreu sein wollt, dann lasst einfach eine fremde Frau bei euch im Zimmer schlafen. Und dann wird auch sicher nichts viel mehr passieren demnächst. Mm-mm. Der Zug ist eh schon abgefahren. Ich merke, dass Vanessa ein besonderer Mensch ist. Und ich merke, dass er mit Christina sicher nicht mehr zusammen ist. Und ich glaube, dass er die Vanessa nach der Show auch sitzen gelassen hat. Aber ich sie auch bewusst irgendwo unterdrücke und blockiere, um halt nicht als Fremdgegner abgestempelt zu werden. Fremdgegner ist er sicher nicht. Also wenn, dann ist er Fremdgehbefürworter. Nächstes Mal bei Temptation Island VIP. Ich raste aus, ich will nicht schlafen. Ja, sie rastet aus, sie geht mal wieder komplett an die Decke, die Psyche ist am neuen Tiefpunkt angelangt und das gibt's natürlich nächste Woche. Ich kann es nicht beschreiben, es tut so weh. Ich möchte hier raus. Ja, eine anscheinend extrem kranke Folge nächste Woche. Wenn ihr die auf jeden Fall nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal da oben kostenlos abonnieren. Hier oben werde ich das letzte Van-Video verlinken, hier unten. Prince Charming und Bachelor in Paradise kommt am Donnerstag auch. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und ciao, ciao. Es ist schon dunkel draußen.